liebe Zuschauer, Feuer und Wut trieben den Goldpreis, naja, sagen wir zumindest kurzzeitig. Und aus anderer Sicht stellt sich die Frage, war ist das nur ein Strohfeuer? Was bräuchte es denn, damit der Goldpreis mal an oder über 1.300 Dollar kommt? Das beantworten wir heute in Zertifikate aktuell mit Christian Köker von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Köker. Guten Tag, Frau Erd. Ja, geopolitisch hat sich wieder einiges leider geboten. Der Goldpreis reagierte auf den Nordkorea-Konflikt mit einem ordentlichen Satz, ebenso wie auch auf die niedrigen Renditen respektive Zinsen. Ist dieser Sprung ein Strohfeuer? Sind es dann wieder Gewinnmitnahmen, zumal auch der Schweizer Franken verliert? Sicherlich ist es das zum Teil, denn man muss natürlich sehen, dass in dem Moment, wo geopolitische Risiken aufkommen, möglicherweise Atomkriege im Raum stehen, da schlägt die Laune der Anleger schlagartig um. Da ist man dann auch vielleicht nicht immer rational, denn da ist jeglicher Risikoappetit sofort vom Tisch. Und dann werden eben solche Assetklassen gesucht, wie eben Anleihen guter Bonität oder auch eben der Goldpreis. Das sind eben, sage ich mal, die Leute, die dann vielleicht kurzfristig sich einfach absichern wollen. Und es sind natürlich auch auf der anderen Seite Personen oder Trader, die einfach sagen, wenn sich in dieser Hinsicht eine Drohkulisse aufbaut, dann möchte ich da mich positionieren und gehe vielleicht long in Gold. Und wenn die eben sehen, dass sie da ihren Schnitt gemacht haben oder sich die Lage entspannt, wie das zuletzt die Äußerungen dann eben auch nahelegen der beteiligten politischen Parteien, dann kann man diesen Trade gewisserweise wieder schließen. Nichtsdestotrotz ist die Lage ja jetzt nicht so, als ob nichts gewesen wäre. Ja. Dicke Freunde sind die ja zwischenzeitlich auch noch nicht geworden. Ja. Also da schwebt noch weiter was in der Luft. Aber wenn wir mal auf Jahressicht den Goldpreis anschauen, was ist daran, und es geht überwiegend abwärts, Krisenschutz respektive das geflügelte Wort des sicheren Hafens? Ja, also wenn man das hier sieht, sieht das jetzt erstmal nicht so erbaulich aus. Leichte Verluste, Seitwärtsmärkte. Aber klar ist, sicherer Hafen heißt nicht, das ist eine sichere Wette, das geht immer nach oben. Ja, so wie man das vom Goldpreis seit der Jahrtausendwende erkannte, einige Jahre. Sondern da geht es eher um den Aspekt, dass Gold eine sehr wichtige Funktion im Depot erfüllen kann. Also selbst wenn man, wie übrigens ich auch, nicht so der Riesen-Gold-Fan ist und sagt, naja, das ist eine ganz tolle Assetklasse, muss man ja schon akzeptieren, dass viele, viele Anleger und auch institutionelle Investoren Gold eine wichtige Funktion zuschreiben, nämlich eine althergebrachte, ja fast schon historisch überlieferte Währungsposition auch, also als Zahlungsmittel. Und es ist natürlich auch ein bisschen künstlich aufgeladen. Das heißt, man muss einfach sagen, in dem Moment, wo viele andere Assetklassen leiden, kann Gold eben positiv wirken. Ja, man spricht da so von einer sogenannten negativen Korrelation. Das heißt, Gold läuft nicht immer so, wie die anderen Assetklassen laufen. Und deswegen sorgt es für eine Sicherheit. Und der sichere Hafen, ja, das ist natürlich das geflügelte Wort. Wenn es irgendwo hoch hergeht, dann fahre ich in diesen Hafen hinein. Und das haben vielleicht dann auch Trader und Anleger dann in diesem Höhepunkt dieser aufkeimenden Korea-Krise getan. Negative Korrelation hat man auch auf der Währungsseite. Wenn der Goldpreis gefallen ist, war übrigens oft üblicherweise ein starker Dollar schuld. Wann oder gilt diese Faustformel noch? Ja, die gilt in jedem Fall, weil natürlich Gold in Dollar, in US-Dollar notiert ist. Und wenn ich jetzt so einen Markt habe in Bezug jetzt auf das Währungspaar Euro-Dollar, wie wir das seit Jahreswechsel sehen, da gehen wir von 1,05 bis in die Spitze auf 1,19. Dadurch wird Gold natürlich dann für viele Investoren viel günstiger. Ja, da reden wir schon gleich über 10% Discount gewisserweise. Das macht es natürlich für mich vielleicht interessant, wenn ich Gold tatsächlich als Schmuck nutzen möchte oder vielleicht auch als Industriemetall nutze. Dann macht es das natürlich für mich interessanter, das auch dann zu kaufen, wenn der Dollar schwach ist. Also jetzt haben wir gesehen, zuletzt der Dollar mal wieder ein bisschen stärker gegenüber dem Euro, also auch dann gleich wieder zusammen mit der etwas verbalen Entspannung im Korea-Konflikt dann auch gleich wieder der Goldpreis etwas wieder unter Druck. Ja, also die Gewinnmitnahmen, die Sie eben skizziert haben, also dieser Zusammenhang, der ist sehr, sehr stark zwischen Euro, Dollar und Gold. Was auf längere Sicht für Gold relativ interessant ist, auch für Goldanleger demzufolge, ist, wenn Zinsanhebungen ausbleiben. Nun stellt sich die Frage in der Eurozone noch nicht so wirklich, aber wenn Zinsen erhöht werden, wie in den USA, dann gibt es halt einfach mal eine andere Alternative zu Gold, respektive Marktteilnehmer schwenken dann um. Was erwarten denn jetzt die Marktteilnehmer von den nächsten Fed-Meetings September, Dezember? Also wenn man jetzt erstmal auf diese Geschichte hingeht mit den Zinsen, ja klar, wenn ich woanders keine Zinsen bekomme, dann ist es auch nicht so schlimm, mein Geld in Gold anzulegen, weil da bekomme ich bekannterweise auch keine Zinsen. Die andere Seite dieser Überlegung ist aber, dass natürlich von den Zinsanhebungen immer dann gesprochen wird, auch in Verbindung mit einem Inflationsziel. Die EZB hat Inflationsziele um die 2%, die Fed hat das im Grunde genommen auch. Und da sagt man ja auch eigentlich, dass wenn die Inflation sehr, sehr stark läuft, also da rede ich jetzt nicht von 1,5, sondern vielleicht 3, 4, 5%, dass ich dann eigentlich auch Gold haben muss,
weil das natürlich auch ein Inflationsschutz ist, weil es so ein sogenanntes Real Asset ist, ja ein echter Wert. Ja. Und das ist ein bisschen das Perplexe an der Situation, weil steigende Zinsen meistens auch mit steigender Inflation einhergehen. Zumindest koppeln die Währungshüter und die Zinshüter hier ja auch ihre Entwicklung an die Inflationsentwicklung. Aber was die Erwartungen der Marktteilnehmer an die FED angeht, zuletzt sind die Erwartungen, was die Zinsanhöhungen angeht, eher zurückgekommen, ja, weil eben auch die Konjunkturdaten nicht so dolle waren in den USA, weil auch die Inflation, wie ich sie jetzt anskizziert habe, nicht richtig ans Laufen kommt. Ja. Aber jetzt hat sich zuletzt auch nochmal der Chef der New Yorker FED, Herr Dudley, geäußert und sich eher positiv geäußert, sodass die Wahrscheinlichkeit so momentan so 50-50 ist, ob das im Dezember die Zinsen seitens der FED nochmal erhöht werden. Mhm. Schauen wir nochmal, was sonst noch den Goldpreis ein bisschen unterstützen könnte. Aus charttechnischer Sicht sind wir jetzt irgendwie ungefähr dreimal an der 1300-Dollar-Marke gescheitert. Wo sind kurzfristige Unterstützungen, vielleicht auf der Unterseite? Was muss passieren, damit hier mal was passiert? Ja, also die Oberseite ist tatsächlich hier sehr, sehr gut vernagelt, möchte man fast sagen. Also hier im Bereich 1290, 1300 Dollar, da sehen wir jetzt, da sehen wir auch relativ, können das nochmal einmal zurückmachen? Nochmal neu. Also das hier im horizontalen Bereich sehen wir eben mehrere Punkte, wo wir nicht drüber gesprungen sind. Auch jetzt gerade bei der Korea-Krise hat das nicht funktioniert. Das heißt, es ist sehr, sehr markant. Auf der Unterseite sind das so die Bereiche hier um 1220 Dollar. Das wäre auch ein Kursziel für eine spekulative Short-Position oder auch ein Stop-Niveau, wenn man glaubt, dass es jetzt nochmal dreht und nach oben geht. Was muss passieren, damit es dreht und nach oben geht? Naja, wir können ein Maßnahmenbündel irgendwie schnüren aus den Dingen, die wir gerade schon alle durchdiskutiert haben, nämlich A, geopolitische Risiken kommen noch mal stärker auf die Agenda. Der Euro würde noch mal deutlich fester werden zum Goldpreis, dass es eben noch mal attraktiver wird, Gold zu kaufen aus Euro-Sicht zum Beispiel. Das sind so Haupttreiber. Und natürlich auch noch mal das Thema Inflation. Ja, wenn die Inflation stark anspringen würde, dann könnte das dem Goldpreis auch noch mal helfen. Also das sind aus verschiedenen Richtungen kann noch mal Rückenwind kommen. Jetzt die letzten Tage gab es aber eher in die andere Richtung einen Gegenwind. Und das sieht man ja auch am rechten Chartende. Da ist dann eben nochmal bei 12,90 etwa der Goldpreis nach unten weggedreht. Gut, also die Conclusio daraus ist, bei Gold geht eher was so kurzzeitig, kurzfristig und daraus. Naja, wir bewegen uns im Grunde ja momentan in so einer Trading Range hier zwischen 12,20 und 12,90. Mhm. Und solange das da hin und her läuft, kann man natürlich diese Bewegung von oben als auch von unten versuchen zu reiten, wie auf Wellen. Klar ist aber auch, dass es für Trader hier eine einfache Herangehensweise gibt, Stops zu setzen, weil man das hier ganz klar vorgegeben bekommt. Und sollte mal eine solcher dieser roten Linien hier im wahrsten Sinne des Wortes überschritten werden, dann kann das eben, ich sag mal, das Zeichen sein, auch für einen Paradigmenwechsel, um dann eben umzuschwenken in die andere Richtung. Okay. Sie sagen, ein Turbo-Put kurzfristig aktuell wäre eine Möglichkeit und die rote Linie verläuft da sozusagen bei 13,66. Würden wir aus heutiger Sicht sagen, das ist noch entspannt, zumal wenn man einen Put handelt, aber der Hebel spricht doch eine etwas andere Sprache. Ja, also die 1366, die habe ich gewählt, wenn man sich noch mal gerade an das Bild von der Vorseite erinnert, dann war das hier oben dieser Eingangsbereich. Ja. Das heißt, da bewegen wir uns im Bereich eines Einjahreshochs. Da bewegen wir uns auch noch mal jenseits dieser Trading Range, die ich gerade gezogen habe. Und nichtsdestotrotz glauben wir halt, dass es vielleicht leichte Überlegungen, also sage ich mal, die Argumente überzugewichten sind, warum wir jetzt noch mal einen leichten Move nach unten sehen können Richtung 1220. Und da kann man eben da mit einem solchen Turbo-Put, die sehr nicht gigantisch große Veränderungen hebeln, mit einem Hebel von 13 hier in meinem Beispiel. Und wenn man eben vielleicht sogar nach unten durch die 1220 durchläuft, dann kann ich hier in diesem Produkt eben auch investiert bleiben, weil es eine theoretisch unbegrenzte Laufzeit hat. Das heißt, ich kann das als kurzfristige spekulative Position nutzen. Ich könnte aber auch, wenn ich von einem dann weiter abflauenden Goldpreis ausgehe, auch in der Position drin bleiben. Herr Köcker, haben Sie vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, für Gold spricht geopolitische Unsicherheit oder auch die Tatsache, dass Zinsen womöglich in den USA nicht weiter steigen oder dass der Dollar niedrig ist, respektive bleibt. Auf der Oberseite ist es derzeit so, dass die 1300 Dollar doch ein heftiger Widerstand zu sein scheinen. Auf der Unterseite 1220. In dieser Range kann man kurzfristig doch einiges tun mit Turbo-Put-Optionsscheinen, die es natürlich auch in die Gegenrichtungen gibt. Zum Beispiel. Wir fassen Chancen und Risiken gern nochmal für Sie zusammen. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind bei Zertifikate aktuell.